Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Asareiter und wir haben einen vorgestellt. Es ist Shapes.io, wenn es so ausgesprochen wird, ich weiß es nicht. Tobias Springer ist derjenige, der das Spiel wohl gemacht hat. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr den Key zur Verfügung gestellt kriegt. Und ja, ich würde sagen, nach dem Intro sehen wir uns und dann, ja, bis gleich. Ciao. So, dann sind wir drin im Spiel. Wollen wir mal loslegen? Tutorial will es hoffentlich geben, denke ich mal. Schauen wir mal. Ah, Einführung. Platziere einen Extrahierer auf der Kreisform, um sie zu extrahieren. Okay, das heißt, ich mache den dahin. Verbinde den Extrahierer mit einem Fließband und schließe ihn am Hub an. Das Fließband ist hier und ich muss das jetzt so anschließen. Habe ich. Dies ist kein Idle Game. Baue mehr Extrahierer und Fließbänder, um das Ziel schneller zu erreichen. Tipp, halt Umschalt, um mehrere Gebäude zu platzieren und nutze R, um sie zu rotieren. Okay, das heißt, ich nehme den. Shift, Shift, Shift. Und Fließband. Da dran. Da dran. Und da dran. Läuft. Jetzt kommen die da rein. Fließband transportiert die Items. Ziel mehr zu platzieren. Achso, wenn ich hier draufklicke, wird das mir da oben angezeigt. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Ja, du hast gerade den Schneider freigeschaltet. Der Form in zwei Hälften schneidet von oben nach unten. Unabhängig der Orientierung, achte darauf, den Abfall loszuwerden oder es wird verstopfen und blockieren. Zu diesem Zweck habe ich dir den Mülleimer gegeben, der entsorgt, was da... Okay, nächster Level. Ja, der schneidet ab und dann so. Was muss ich denn schneiden? Ich muss die linke Hälfte haben, das heißt, ich muss die rechte abschneiden. Ja, das würde bedeuten, ich kann das so machen und den Mülleimer dahin machen und dann läuft's, oder? Ja, die sind schon mal richtig. Jetzt haben wir hier nur das Problem, weil es so eng ist. Ja, muss ich wohl was umändern, ne? Warte mal, wieder das rechtsklicken. Ändert das. Dann mache ich hier den Abschneider hin. Ja. Dann muss ich das hier auch wieder ändern. Und da kommen Mülleimer hin. Und das Fließband kommt rotiert dahin. Nochmal das Ganze. Das hat nicht geklappt. Jetzt nochmal das Ganze. Nee, ich will nicht da rein. Wie kann ich dem denn sagen, dass er gerade ausgehen soll? Okay, so ist richtig. Den weg, weg. Ja, geht jetzt irgendwie nicht so, wie ich es möchte. Ah, jetzt geht's. Und jetzt geht's auch so. Gut, jetzt schaffen wir das auch. Jetzt muss ich den noch hier. Kann erstmal weg, ne? Schnippeln wir hier. Okay, Level 2 ist erreicht. Diese Level hat dir deine Belohnung gegeben, aber im Gesicht eine. Denke daran, deine alten Fabriken nicht zu stören, wir später alles noch brauchen, um Level zu lernen. Okay, dann machen wir weiter. Und Präparation stört deine alten Fabriken nicht, denn Upgrade. Ja, okay. Dann schauen wir mal zu, wie was im nächsten Level ist. Ah, hier gibt es Upgrades. Stufe 1, Fließbänder, Verteiler und Tunnel. 104 von 30. Habe ich schon so viele Punkte. Geschwindigkeit wird erhöht. Okay, mehr kann ich nicht machen. Geht's weiter. Was ist das nächste? Lass uns ein paar Quadrate extrahieren. Baue 4 Extrahierer und verbinde sie mit einem Hub. PS, halte Shift, während du ein Fließband ziehst, um Planung zu aktivieren. Okay, also ich brauche jetzt diesen linken hier. Rotiere das. Also ich muss mal erstmal hier hin. Okay, nochmal. Ist runter, ja. Shift, kann ich mehr bauen. Und dann soll ich jetzt was machen? Das Fließband mit Shift machen und dann kann ich das so da anschließen. Passt. Passt. Jo, läuft, oder? Ja. 70 Stück. Ich könnte noch mehr bauen, ne? Lass uns mal rotieren. Ja, so rum. Und Fließband. So. So geht's schneller.
Gut, dann kommen die an, noch 20 Pakete, dann haben wir es geschafft. So, Level 3 abgeschlossen. Dieser Multifunktionsverteiler wurde freigeschaltet. Er kann benutzt werden, um größere Fabriken zu bauen, in dem Fließbänder aufgeteilt und zusammengeschlägt werden. Okay, das ist jetzt das nächste Ding. Da kann man so, ne, was verteilen. Okay, aber ich würde jetzt mal sagen, das war ein kurzer Test. Ein Test, nicht Quatsch. Das ist der Test, der da läuft, oder was? Das ist das. Komm, ein Level machen wir noch. Der Verteiler. Jetzt, wo wir den Verteiler haben, der können wir hier hin machen, ne? Da ist er. So läuft's. Jetzt kommen die da alle durch. Und jetzt? Ach so, wir müssen auch noch schneiden. Gut, das bedeutet hier. Dann muss ich das drehen. Da mache ich mal einen Schneider. Ach, ich hätte mal Shift-Taste drücken können, ne? Dann habe ich nichts rotieren, sondern ich wollte Shift-Taste drücken, dass ich mehrere machen kann. So. War jetzt nicht so intelligent, ne? Aber wir schneiden schon die passenden, ne? So, jetzt müssen wir nur gucken. Wir brauchen die, die rechts sind. Das heißt, der, der und der kann weg. Da Mülleimer hin. Da ein Mülleimer hin und da ein Mülleimer hin. Jetzt läuft's wieder. Ja. Nur ich hätte diese hier mit dem Teil bauen müssen hier. So geht's, oder? Sollte da die doppelte Menge ankommen. Aber wir sind ja schon auf einem guten Weg, ne? Level 4 haben wir gleich geschafft. Aber das sollte der letzte Level sein. So ist durch. Ich sehe gerade, Kamera ist hängen geblieben. Sorry, tut mir leid dafür, aber das ist halt so. Machen wir das nicht weiter und werden wir Level 5 in der nächsten Folge dann machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.